Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Red Bull Salzburg. Danke Tommy, danke Karl, dass du die Zeit genommen hast. Danke an euch fürs Kommen. Ich werde die erste Frage stellen an den Tommy und dann bleibt natürlich Zeit für eure Fragen. Ja Tommy, die erste volle Trainingswoche ist hinter uns. Es geht gegen Red Bull Salzburg, eine Mannschaft, die jetzt Napoli geschlagen hat. Wir haben recht gute Erinnerungen, ein letztes Spiel zumindest, 1-1. Was brauchst du, dass wir das wiederholen können? Also nochmal zurück zur Frage, also die erste Trainingswoche ist hinter uns, ja. Ich finde, dass diese Trainingswoche bisher von Intensität her ja, richtig gut ist, klarer Schritt nach vorne erkennbar war, vor allem im gestrigen Training einfach richtig gut gearbeitet worden ist. Zum Gegner, ja, wir haben es wahrgenommen, dass sie das Spiel gegen Napoli gestern gewonnen haben. Herausragend neben ja, Tempo und technisch-taktischen Merkmalen natürlich auch die Mentalität, weil es gibt wahrscheinlich nicht viele Mannschaften, die nach 3-0 auswärts und dann nach einem relativ schnellen Gegentreffer so weitermacht. Das müssen wir uns einstellen, dass auch morgen bzw. am Sonntag dann einfach über 90 Minuten von uns konsequenter Fußball gezeigt wird. Und was können wir gleich machen? Ich denke, dass im Herbst in Salzburg eines von unseren besten Spiele war. Auch was das Fußballerische anbelangt. Ich glaube sogar, das wäre gar nicht unverdient gewesen, wenn wir das Spiel dort unten gewonnen hätten. Ist aber so, dass man natürlich jetzt die Situation nicht mehr vergleichen kann. Mannschaften sich in einer anderen Situation jetzt befinden beide. Und wir aber trotzdem sehr, sehr stark davon ausgehen, dass, ja, dass das Spiel sehr intensiv werden wird. Dann bitte eure Fragen. Was kann man aus diesem Spiel mitnehmen vom letzten Jahr, wo du gesagt hast, du warst der beste Spieler, den ihr gemacht habt? Was kann man da mitnehmen, was du gesagt hast? Ja, ich finde, dass wir da mutig auftreten sein. Ich finde, dass wir gute Umschaltmomente gehabt haben, speziell so, wie wir es da machen. Ich denke, der Martin spielt da in Tschaiko frei. Ich glaube, dass die eine oder andere Situation, wo der Slady mit dem Schimpi da sauber reinkombiniert in 16er. Ich finde schon, dass wir da mutig auftreten sein. Die eine oder andere Situation haben wir vorgefunden. Trotzdem natürlich war es auch so, dass wir die eine oder andere brenzlige Situation überstehen haben müssen, auch in dem Spiel. Ich glaube, was wir uns mitnehmen müssen, ist einfach, dass wir uns zutrauen, dass wir den Gegner dann auch schlussendlich schlagen und dann, ja, wiederhole ich mich eh, einfach den Glauben an uns selber haben. Wie schaut es denn personell aus? Hat es die Wochen irgendwelche Kranke, verletzen sich immer noch alles? Im Grunde genommen ist alles soweit fit. Buchi fällt noch ein bisschen länger aus, ist jetzt schon bei Teilen dabei, aber wird sich aber jetzt nicht ausgehen. Hupf ist so, dass er nach wie vor noch nicht 100% rund ist, nennen wir es einmal so, deswegen lassen wir ihn weg. Der Rest ist fit. Ja, im Grunde genommen, man kann den Roman eh auch sagen, wir haben es die Woche gar nicht thematisiert. Weil wir auch natürlich schon so viel sein, dass wir wissen, in was für einer Situation dass wir sein. Wir kennen den Einstieg der Lage, wir wissen sehr wohl um unsere Situation Bescheid. Es ist nicht so, dass wir die Realität verweigern wollen, sondern mir geht es um das, was wir dann auch von den Spielern verlangen, ist auch, dass sie immer wieder dann in Aufgaben denken und B dann immer wieder an die nächste Aktion. Und es bringt uns jetzt nichts, wenn wir darüber nachdenken, dass wir Tabellenletzter sind, sondern wir müssen an Lösungen denken. Und Lösungen heißt, wie können wir Red Bull Salzburg am Sonntag so bespielen, dass sie vor möglichst große Schwierigkeiten stehen. Das ist das Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Ja, gibt's eigentlich nichts hinzuzufügen. Also ich glaube, dass jeder in der Mannschaft weiß, um was das geht. Und es ist jetzt nicht so, dass wir da jeden Tag auf die Tabelle schauen und uns deswegen beunruhigen lassen. Aber beginnt der Roman so etwas wie eine neue Meisterschaft ab dem Salzburg-Spiel? Ich meine, das fängt dann neu an im Prinzip, habt ihr das auch in den Köpfen? Ja, im Endeffekt beginnt eine neue Runde. Klar, nimmt man dann, meine Punkte werden halbiert und dann hat man eben entweder einen kleinen Vorsprung oder einen kleinen Rückstand, je nachdem, wie es dann ausschaut. Aber ja, es beginnt bei Null. Es sind dann 10 direkte Duelle, kann man sagen. Und die werden dann sicher ganz entscheidend werden. Geht es wirklich erst richtig?
Ja, im Grunde genommen ist mir aber schon wichtiger, dass man die Spiele gegen LASK und gegen Salzburg nicht als Bonusspiele oder wie auch immer bezeichnet, sondern es ist ein ganz normales Spiel, wo wir wieder an unsere Grenzen gehen wollen, vielleicht auch eine Spur darüber hinaus. Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass wenn wir da ein Unentschieden schaffen, dass wir für die Quali-Runde einen Punkt mehr haben. Gelingt uns, dass wir das Spiel gewinnen, woran wir glauben. Wir wissen, dass es sehr schwierig wird, aber wir glauben dran. Dann ist es so, dass wir 10 Punkte für die Quali-Runde haben. Also es ist nicht so, dass wir irgendwas zu verschenken haben, sondern wir wollen um jeden Punkt hart fighten, hart kämpfen. Und natürlich stellen wir uns auch darauf ein, dass dann 10 Runden auf uns warten, wo es einfach von der Intensität her richtig zur Sache gehen muss, damit wir unser großes Ziel dann erreichen. Würdest du so dem Gegner geschuldet ein bisschen wieder was ändern? So vom von Taktik her? Im Grunde genommen ähneln sich die Mannschaften schon, von ihrer Art Fußball zu spielen. Es ist natürlich von der Grundordnung ist es anders. LASK und Salzburg jetzt unsere 2 Runden, ja. Aber von der Idee her, von den Prinzipien her ähneln sie sich schon. Aber wir haben gesagt, wir wollen einfach nicht gegenorientiert arbeiten, sondern wir wollen schauen, dass wir versuchen, dass wir unsere Spielidee einfach festigen, weiterentwickeln. Und dementsprechend versuchen wir einfach wieder unsere Sachen dann durchzuziehen. Natürlich passen wir Details dann am Gegner wieder an. Das eine oder andere werden wir dann auch ansprechen. Beginnt heute schon mit der Videoanalyse zum Teil. Dann werden wir rausgehen am Platz, werden versuchen, dass wir das dann auch verstehen, was wir am Platz brauchen. Aber im Grunde genommen spielt der Gegner bei unserer Wahl immer eine relativ kleine Rolle, sondern bei uns ist wichtig, dass die Jungs unter der Woche im Training Gas geben, dass sie sich aufdrängen und dann wir für uns ein gutes Gefühl haben, dass es machbar ist. Und natürlich passen wir Details an, wir sind nicht naiv, aber im Grunde genommen sind wir stark bei uns. Roman, für dich, als ich war selber unten, wenn ich unten bin, so etwas wie das Auswärtsspiel in Salzburg, wo zwar danach der Laktat irgendwo im Rosenheim ist, aber ich sage, so von der Leidensfähigkeit her wird man genau sowas wieder brauchen, oder? Weil da macht man einfach auch viele Meter, die macht man immer, aber gegen Salzburg wird es halt dann nochmal, oder? Um das Knackige mehr, oder? Das Auswärtsspiel war richtig schön für die Fußballerseele, oder? Das ja, ich meine, klar, wenn dann abpfiffen wird und man nimmt dort einen Punkt mit, dann merkt man schon, dass sie das Auszeit hat, die ganzen Meter, die man gemacht hat. Aber ich glaube gar nicht, dass jetzt gegen Salzburg, dass man da jetzt so viel mehr als die anderen Spiele ist. Also so darf man gar nicht denken. Ich glaube, dass man in jedem Spiel wirklich über die Grenzen hinausgehen muss, bis er nicht mehr kann. Bis er nicht mehr kann. Und das ist in jedem Spiel wichtig, egal ob es da gegen Salzburg geht oder dann gegen Hartberg oder Admira, das ist egal, weil darüber geht es. Da entscheidet sich, ob man gewinnt oder nicht gewinnt. Aber du bist nach wie vor auf felsenfeste Überzeugung, dass es nur Qualität hab's jetzt nicht das eine Spiel, sondern natürlich unser großes Ziel ist, der Dominik Sokka zu erreichen, oder? Qualität haben wir auf jeden Fall genug dafür, ja. Das glaube ich schon. Intensive Woche, hast du gesagt, Thomas, haben Sie einige intensiv aufgeregt in dieser Woche, wo du sagst, okay, dann muss ich noch was überlegen, was sagt. Ja, finde ich schon. Also wir haben das sind die Jungs relativ schnell weitergeben, dass wir uns nicht am Vorspieltag orientieren, wie ist der gelaufen, und daraus unsere Schlüsse ziehen, wie wir dann eventuelle Änderungen oder keine Änderungen vornehmen, sondern bei uns ist wirklich Spiel. Wichtig ist dann Ziel erreicht natürlich. Dann arbeiten wir das sauber auf und dann beginnt in Wahrheit wieder Qualifikation, auch wenn es abdroschen klingt, aber wir leben das wirklich. Also auch wenn wir ein Spiel gewinnen, und dann die Trainingswoche vielleicht von einem oder anderen Spieler, der da vielleicht ein gutes Spiel gemacht hat, nicht so war wie vielleicht der Spieler, der in der zweiten Reihe war am vorigen Wochenende, dann scheuen wir uns nicht, die Entscheidung so zu treffen, weil ich nur dann der Meinung bin, dass alle Spieler das Gefühl haben, dass sie jederzeit einen Beitrag leisten können. Weil ich finde es schwierig für Spieler, die dann nicht dran kommen, wenn sie wissen, okay, die Mannschaft gewinnt das Spiel, jetzt kann ich mehr oder weniger fast machen, was sie will, dann komme ich trotzdem nicht rein. Also natürlich verändert man dann als Trainer auch ungern Automatismen, die wirklich gut greifen, aber es geht schon darum, dass man dann auch die Jungs, die vielleicht jetzt nicht vom Start weg dabei sind, dass man die dann auch unter der Woche sauber auf Spannung haltet, weil die entscheiden dann schlussendlich sehr stark die Trainingsqualität, die wir als Mannschaft auf den Platz bringen. Und die, wie gesagt, war die Woche einfach ein Stück besser als wir letzte Woche. Keine Fragen mehr? Ist die Auslosung für die Qualität?
für die Abstiegsplayoffs ist es ein Montag. Ich gehe davon aus, dass es Sonntag nach der letzten Runde sein wird. Also es muss zeitnah sein, dass man dann auch planen kann. Ja. Direkt nach dem Sonntagsspiel ist die Auslosung und wir werden am Montag, Dienstag, Anfang der Woche, werden wir dann da fragen, wie die Auslosung ausschaut. Gibt es da schon so ein Raster, was ist, so 7-12 oder dass das schon so wie es vorgefertigt ist quasi? Das gibt es ja oft bei so Tabellen, dass sogar 7-12 anfangen. Im Grunde genommen ist es bei uns auch so, dass wir am 30. Die Raiders im Stadion sein, somit wir mal mit einem Auswärtsspiel starten werden. Also die Bedingungen muss man dann auch berücksichtigen bei der Geschichte. Samstag ist Raiders, ja, das ist fix. Was auch fix ist, ist, dass die Termine immer Samstag sein. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Es ist eine englische Runde dabei, aber ansonsten sind wir eigentlich sauber im 7-Tages-Rhythmus, immer am Samstag dann für die Spiele. Genau. Samstag 17 Uhr. 17 Uhr. Genau. Ja, und die Anspiel nachher Sonntag oder so ist geil, oder? Genau. Dann noch zwei Hinweise: 15:30 am Sonntag die Eröffnung vom Tivoli-Fan-Treff, vom Vereinsheim. Und ohne Zahlen nennen zu wollen, die Vorverkaufszahlen sind dreimal so hoch wie in den letzten Runden. Also die Vorverkauf. Was? Aber in Führung, oder was? Genau. 15 oder 15:30, weil der Felix 15 hat gesagt, aber 2 Stunden. Um 15:30 ist die offizielle Eröffnung im GH. Genau. Dann haben wir jetzt natürlich noch Zeit für einzelne Interviews.